Ich rede ja sehr gerne über teure Gegenstände in Rocket League. Ich will heute aber mal über drei Gegenstände reden, die sehr teuer sind, aber nicht aus Rocket League sind. Einer davon ist sogar der teuerste Gegenstand auf der gesamten Welt. Gegenstand Nummer 1 ist dieser blaue Partyhut. In diesem blauen Partyhut gibt es ein RuneScape und wenn man den haben will, muss man einfach nur aktuell schlappe 6.000 Euro bezahlen. Gegenstand Nummer 2 ist eher so ein ganzer Account. Und zwar im Jahr 2007 hat mal jemand seinen World of Warcraft Account verkauft für damals 7.000 Dollar. Aber da Account verkaufen wohl verboten ist, wurde der Account dann wohl angeblich gesperrt, kurz danach. Der absolut teuerste Gegenstand ist aber dieses Knife. Und zwar das Karambit Case Hardened Blue Gem aus CSGO. Dieser Gegenstand wurde 2016 für 100.000 Euro verkauft. Der Preis ist inzwischen aber hochgegangen. Jemand hat letztes Jahr versucht, diesen Gegenstand zu kaufen für 1,2 Millionen Euro. Und die Person wollte es aber nicht verkaufen und hat gesagt, ist zu wenig Geld. Es kommt ja dieses Jahr ein neuer Teil von Counter-Strike raus. Was passiert da mit dem Wert von diesem Gegenstand?